Schlagerlady Bettina sammelt während ihrer zweitägigen Odenwald-Tour Kälber für eine Viehauktion ein. Ehemann Rüdiger wollte ihr eigentlich zur Seite springen. Der Rüdiger habe ich jetzt gar nicht erreichen können. Also, nochmal. Hallo? Ja, jetzt funktioniert's. War es bei dir krank? Ja. Okay. Und? Ich komme jetzt noch beim Fahren, ne? Ich komme dann dahin und lade mal um, ne? Alles klar, okay. Ja, ciao. Tschüss. Also, wir treffen uns im Hof vom nächsten Bauer. Da ist noch ein Kälbel aufzuladen und der Rest, wo mein Mann gesammelt hat, die werden dann auf der LKW. Also wir sind quasi auf dem Bauernhof. Passt optimal. Bettina und ihr Mann Rüdiger arbeiten in ihrer eigenen Spedition. Beide sind auf Viehtransporte spezialisiert. Mein Mann steht hier schon da. Muss ich mal abklären, wie wir es jetzt machen. Na, no. Hi. Und hat alles geklappt? Ja. Machst die Klappe auf und ich fahre kurz dran, dann laden wir um, oder? Okay. Na? So machen wir's. Okay. Gut, Allah. Ja. Die beiden sind ein eingespieltes Team, das nicht vieler Worte bedarf. Das Verladen der 2 Wochen alten Kälber geht die Schlagerlady behutsam an. Die Tiere sollen nicht mehr Stress als nötig haben. Ihren LKW hat sie zudem mit weichen Spänen ausgelegt, damit die Kälbchen während der Fahrt bequem und sicher liegen können. Das sind natürlich die optimale Hose zum Kälber verladen. Zum Kälberladen, ne? Passt. Auch wenn ihr Liebster lästert, Bettina bleibt cool. So, da habe ich noch die Papiere, ne? Okay. Alles dabei, muss ich noch euch schreiben. Ja. Mein Transportbuch noch schreiben. Ja. Alles klar, mache ich jetzt alles. Dann mache ich mich alles im Staub, ne? Okay. Anni, gute Fahrt. Tschüss, ne? Tschüss. Ich melde mich. Ich telefoniere. Ciao. Keine Probleme, kein Stress und ein Küsschen vom Ehemann. Was will man mehr? Es hat alles geklappt, das Umladen. Ja, manche, die wollen alles nicht laufen, dann muss man sie schieben. Das kostet also Wahnsinnskraft, aber ja gut, jetzt sind sie drauf auf dem LKW, jetzt geht's los Richtung holländische Grenze nach Niederzier. Wenn Bettina Tiere fährt, sorgt sie immer für eine Wohlfühlatmosphäre. Hinten auf dem Aufbau und durch eine behutsame Fahrweise. Also ich gucke schon, dass ich beim Laden, dass sie nicht so arg gestresst werden, dass sie nicht so arg aufgetrieben werden. Und bei mir haben sie wirklich gut Platz. Ich habe oben die ganzen Lüftungen habe ich ja auf, dass der Wind schön zirkulieren kann, ja, dass ich da keine Wärme in dem Sinn bildet. Also ich gucke schon, dass meine Tiere sich auch wohlfühlen beim Transport. Der Transport an sich ist schon ein bisschen Stress für sie, also muss man es denen schon ein bisschen leichter machen. Ja, ich achte da schon sehr drauf. Bettina dürfte bis zu 50 Kälber laden, aber sie hat bewusst nur etwas mehr als 20 Tiere auf ihrem Transporter. Jedes einzelne Tier hat eine eigene Kennmarke. Damit kommt es beim Ausladen zu keiner Verwechslung. Bei der Viehsammelstelle wird es erfahrungsgemäß unübersichtlich. So viele Mini-Kühe tummeln sich dort. Doch ankommen und direkt ausladen ist nicht. Die tierische Fracht muss warten, bis man den Neuankömmlingen ein eigenes Areal zuteilt. Und das kann dauern. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, weil ich ja jetzt nicht weiß, wo meine Kälber hinkommen, was für eine Box. Doch wie lange dauert dieser Boxenstopp? Bettina würde gerne Feierabend machen.
warten, dass ihre Kälbchen eine freie Box bekommen. Bettina steht sich im Stall fast die Beine krumm. Doch dann... Ach, los geht's los. Das Kälberkonzert ist ohrenbetäubend. Doch davon lässt sich die Schlagerlady nicht aus der Ruhe bringen. Vorsichtig buxiert Bettina die Tiere in die für sie vorgesehene Box. Morgen kommen sie auf eine Viehauktion. Ein langer Ritt für Bettina, ein aufregender Tag für die Tiere. Der Job ist jetzt fast erledigt. So, jetzt haben wir abgeladen. Meine Kälzer sind davon in den zwei Boxen. Jetzt mache ich die Klappe zu und stelle mich auf meinen Stellplatz, da ganz hinten in die Ecke. Und gehe dann duschen. Klappe zu und Feierabend. Für heute hat Bettina genug getan. Also der Tag war heute sehr erfolgreich. Ich habe schön geladen, habe schön abgeladen. Ja, wie man sieht, ist es noch ein bisschen hell. Aber das ist halt im Sommer so, ne? Aber ich denke mal, wenn ich geduscht bin und dann fallen mir die Augen zu, weil ich bin doch schon ein bisschen müde. Ja. Ich fand es ein positiver Tag. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ne? Und schon am nächsten Morgen ist Bettina wieder am Schuften. Was die Kälbchen in den Anhängern hinterlassen haben, muss runter vom Truck. Die nächste Tour wartet schon. Morgen. Wie ihr seht, bin ich schon fleißig am Arbeiten. Das muss ja alles raus jetzt. Ne? Ah, ich habe relativ gut geschlafen. Mir geht's gut. Ich bin wieder fit. Das ist der neue Tag. Neuer Tag, gesäuberter LKW. Auch das gehört zum Alltag eines Trucker-Babes. Ja, ich möchte erstmal das Auto von außen auch waschen lassen, weil das sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Und dann habe ich noch einen Bauer, der hat einen Bulle, einen Rind und zwei Kühe, die muss ich noch holen. Ja, in Harderoth wieder, wo es angefangen hat quasi. Nicht nur wo gehobelt wird, fallen Späne, auch wo viele Kälbchen transportiert werden. Hygiene ist für Bettina oberstes Gebot. Ihr Tiertransporter muss blitzen. Drin ist sauber, ich bin dreckig. Von außen spritze ich jetzt nicht ab, weil ich will ja noch in die Waschanlage. Die machen das gründlicher, wie ich jetzt hier. Kein Regen, dafür viel Staub auf der Straße. Ein weiterer Grund, in die Waschanlage zu fahren. So, jetzt bin ich wieder auf der Autobahn, auf der 4. Dann fahre ich auf die Orne 60 zum Truckwash nach Metternich. Und da wird das gute Stück hier von außen auch ein bisschen sauber gemacht. Ja, die machen das ganz toll, da war ich schon mal. Und ich glaube, man kriegt sogar Bockwürstel dort. Das werde ich diesmal in Anspruch nehmen. Das Bockwürstel. Doch erst muss sich Bettina in die Waschstraße reinwursteln. Oh, guter Gott. Ich glaube, da stehen Haufen LKWs. Oh, ich glaube, heute will jeder das Auto sein LKW wischen lassen. Übel, übel. Ich hab gedacht, ich komm her und komm gleich hoch. Das Gegenteil ist der Fall. Entweder reiht sich Bettina in die Warteschlange ein oder fährt staubig wieder von dannen. Übel, übel. Das geringere Übel wäre wohl einfach ein Bockwürstel essen. Gestern hat sie Sammeltaxi gleich Kälbchen zu einer Viehauktion gefahren. Jetzt sucht Trucker Babe Bettina eine Waschgelegenheit für ihren Truck. Denn der soll blitzen. Doch der Saubermachaktion steht einiges im Wege. Da stehen halt jetzt wahnsinnig viele LKWs. Das ist jetzt halt blöd. Ne? Das ist die Frage. Naja, ich gehe jetzt einfach mal gucken, wie lange es dauert. Mit einem LKW fährt man nicht einfach so zur Tankstelle. Trucks dieser Größe müssen in eine spezielle Waschstraße.
und die Reinigungsprozedur kann dauern. Aber wie lange? Ah, hallo. Hi, grüß dich. Und wie sieht's aus? Gut. Gut? Ich sehe gut. Wie lange brauche ich heute bei dir, wenn ich mein Auto waschen lasse? Ich denke mal eine gute Stunde. Eine gute Stunde? Ja. Hast du Zeit? Ja. Ja. Ich würde sagen, stellst du dich bitte auf die 1. Die 1, okay. Ja. Und dann gucken wir weiter. Alles klar. Ja. Da kann ich ja hier mal gemütliche Kekse. Dann kannst du auch einen schönen Kaffee von mir haben. Willst du auch einen Bockwurst? Ah, eine Bockwurst, den ich auch essen. Klar. Gerne. Dann stelle ich jetzt mal meinen LKW hin und dann komme ich wieder. Mach das. Na? Bis gleich. Tschüss. Ciao. Also leider habe ich nicht so viel Glück heute. Ich muss eine Stunde warten, aber naja, dann verzögert sich mein ganzes halt hinten raus. Ich kann mich jetzt hier auf die 1 stellen und dafür trinke ich dann gemütlich da auf der Bank ein Käffchen und esse eine knackige Bockwurst. Hat auch was, ne? Es ist zwar nicht futtern wie bei Muttern, aber ein willkommener Snack, bevor sich Bettina auf den Rückweg ins heimische Hessen macht. Jetzt hole ich mir mal Bockwürstel ab. Mal knackiges Bockwürstel. Ja. Schauen wir mal, ob er es schon fertig hat. So. Jetzt kann ich mein Würstel essen. Wie das klingt. Das sind immer richtige Knackwürste, ne? Schmeckt sehr lecker. Ja. Naja, so ideales Draga-Frühstück ist das ja nicht. Es ist jetzt für mich eine Zwischenmahlzeit. Aber ich habe noch einen Apfel dabei, da komme ich jetzt gut rum. Ja. Ich hoffe, dass mein Tag heute nicht so lang wird. Ich hoffe. Eine ganze Stunde kann Bettina herumwurschteln und sich ausruhen, bevor ihr Viehtransporter an der Reihe ist. Doch die Zeit geht schneller rum als gedacht. Es geht los, das Tor geht auf. Für Bettina ist ihr Truck nicht einfach nur ein fahrbarer Untersatz. Er ist vor allem das Aushängeschild ihrer Firma und ihr täglicher Arbeitsplatz. Schon deshalb soll das Fahrzeug immer blitzen. So, dann machen wir mal wieder Picobello, hä? Ja, dass er wieder schön glänzt. Ja, mach ich dir. In der Sonne muss er spiegeln. Ja, mach ich dir. Okay, gut. Gut. Dann mach ich raus, ne? Ja, gehst du schön Kaffee holen, Würstchen? Hab ich schon gegessen. Dann holst du noch einen und noch einen. Okay. Ja? Bis gleich, ruf dich. Gleich. Alles klar, danke. Ciao. Da, wo die großen Bürsten nicht hinkommen, wird der Truck per Hand gewienert. Schwerstarbeit. Denn die zu reinigenden Flächen sind groß. Und ein Euro-Lastzug bis zu 4 Meter hoch und rund 2,5 Meter breit. Hinzu kommt eine Länge von bis zu 18 Metern. Ein Waschgang dauert rund eine halbe Stunde. Bettina schaut den Putzprofis nur zu. Ihre Schweißarbeit hat sie heute noch vor sich. So, Bettina. Ah, und? Dein Juwel ist fertig. Ist er fertig? Ja. Und er glänzt wieder. Ja, super. Jetzt bei dem Sonnenschein muss er glänzen und funkeln. Ja. Aber ich habe schon gesehen, ihr macht viel auch mit der Hand. Das ist verständlich. Ja, da wäre Ecken und Kanten. Da wäre dann natürlich anders das sauber, gell? So, super. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Fahr langsam. Ja, mach bis zum nächsten Mal. Jawohl. Okay? Ich bedanke mich auch, gell? Ciao, ciao. Tschüss. Hat der Kollege zu viel versprochen? Nein. Die Schlagerlady ist zufrieden. Oh, schön sieht er jetzt aus, ne? Er glänzt, wenn ich jetzt in der Sonne funkelt er dann sogar. Super, ich bin sehr zufrieden hier. Jetzt ab nach Hause. Bettina will bald Feierabend machen. So, jetzt bin ich glücklich. Das Auto ist komplett sauber, der Truck von innen und von außen. Ja, das
Da fährt man doch gern durch die Kante hier. Doch gemütlich nach Hause tuckern ist auch nicht drin. Also ein bisschen im Stress bin ich jetzt schon, weil ich habe jetzt eine Stunde Zeit verloren. Deswegen gebe ich jetzt mal Bleifuß. Jetzt darf halt kein Stau kommen auf der Autobahn, weil sonst sieht sich das jetzt in den Feierabend zu spät aus. Deswegen muss ich jetzt mal Gas geben. Für Schlagerlady Bettina ist die Tour fast gelaufen. Erst hat sie Kälbchen zu einer Viehauktion gefahren, dann ihren Truck auf Vordermann gebracht. Ihre letzte Mission für heute: ein Trio Wiederkäuer einsammeln. Also ich will ja heute noch nach Vilbrunn fahren und möchte noch 3 Kühe laden. Ja, das ist so mein Ziel. Und dann bringe ich sie nach Hause in unseren Stall. Und da werde ich sie füttern. Und dann Tür zu. Ja, dann gehe ich nach Hause. Klingt fast wie ein Spaziergang. Wird es aber nicht. Das weiß Bettina aus langjähriger Erfahrung. Eine Kuh kann auch ganz schön rennen. Ein Kalb ist vielleicht noch ein bisschen windischer und zackischer. Ja. Gut, eine Kuh hältst du ja nicht. Ne? Ein Kalb kann schon mal drauf springen. Aber eine Kuh, ja, die musst du dann in die Richtung treiben, wo du sie hinhaben willst. Und das ist gar nicht so einfach. Es ist halt auch wichtig bei Kühen, ich muss gut rückwärts hinfahren können, dass die keine Möglichkeit habe, rechts und links auszubüchsen. Weil ich will heute keinen Sport mehr machen. Ich will nicht einer Kuh hinterherrennen. Ja. Ob das die Kühe auch wissen? Auf dem Bauernhof, den das Trucker Babe ansteuert, gibt es jede Menge Hornochsen und andere Paarhufer. 3 von ihnen bekommen gleich eine Mitfahrgelegenheit. Ist zu weit? Ist okay? Ja, das ist okay. Jetzt wird sich zeigen, ob gleich der Rinderwahnsinn ausbricht oder Bettina leichtes Spiel hat. Sind die Tiere entspannt, trotten sie von allein auf den Anhänger des Viehtransporters. Zwei sind schon mal an Bord. Die dritte Kuh kommt in einen hinten abgeteilten Bereich. So haben die Tiere während der Fahrt mehr Platz und können sich bei einer Vollbremsung nicht gegenseitig mit ihrem Gewicht erdrücken oder verletzen. Rennen muss Bettina heute nicht. Nur schnell sein und die Gatter schließen. Die letzte Kuh ist ebenfalls an Bord. Voilà. Ein Kinderspiel, das Bettina inzwischen aus dem FF beherrscht. Jetzt geht's nach Hause. Ja, war jetzt super, super gelaufen. Ich habe erst noch mit dem Schlimmsten gerechnet. Gerade wenn es so warm ist, wollen die Kühe dann auch nicht so laufen. Aber alles easy. Ich meine, das sind jetzt wirklich 3 schwere Kühe. Die muss ich heute Abend mal ordentlich füttern noch. Ja. Und jetzt muss ich halt wirklich fahren, als wenn ich ein rohes Ei rumbalanciere, weil man merkt, das ist halt ein ganz anderes Fahrgefühl jetzt wie mit Kälbern, ne? Klar. Doch die sonst so hippelige Hessin beherrscht ihren Job und hat zudem ein großes Herz für Tiere. Die kurze Reise geht entspannt zu Ende. Bettina fährt dicht ran an den heimischen Stall. Ich zieh mal vorsichtshalber meine Gummistiefel an. Ist besser. Die Clocks im Truck und die Gummistiefel im Stall. Ein bisschen Landwirtin ist das Trucker Babe ja auch. Für eine Nacht kommen die Kühe in Bettinas Stall unter. Morgen geht die Reise dann weiter. Natürlich wieder ganz vorsichtig. Good
Kühe sind versorgt. Für mich ist heute Feierabend. Ich habe meine Arbeit heute gemacht, ja. Finito, jetzt geht's nach Hause. Zum Glück ist Bettinas Zuhause nur einen Steinwurf vom Stall entfernt. In 5 Minuten ist sie dort, wo ihr Mann Rüdiger schon auf sein Trucker-Babe wartet.